Hallo liebe Freunde des Rechts, ich bin gerade beim Joggen und komme hier gerade an einer Kaufland-Filiale vorbei, weil ich eben gerade mit dem Pressesprecher von Kaufland gesprochen habe über die Frage, warum gibt es hier eigentlich Kompakt oder warum gibt es hier in dieser Filiale kein Kompakt-Magazin und wie hält es denn die Geschäftsleitung damit? Wir erinnern uns, es gab einen veritablen Shitstorm gegen Kaufland. Wegen der Frage, wie kann es sein, dass Antifa-Devotionalien ausgelistet werden, gleichzeitig aber rechtsextreme, rechtskonservative Magazine verkauft werden. Und dann bin ich mal hier rübergegangen und stelle fest, es gibt hier verschiedene Zeitschriftenregale, nämlich einerseits das, jetzt, dass ich keine Menschen erwische, und dann gibt es hinter dem Kassenbereich Kiosk, wo das Kompaktmagazin mit zwei Ausgaben auslegt. Und da habe ich jetzt gerade aber erfahren, das ist ein Kommissionär oder ein Untermieter, das ist gar nicht Kaufland. Der Unternehmenssprecher hat mir mitgeteilt, dass es angeblich vertragliche und verfassungsrechtliche Gründe gäbe, weshalb man glaubt, man müsse rechtsextreme Magazine im Sortiment halten. Man habe sie zwar nicht in jeder Filiale, zum Beispiel die Würzburger Filiale hat im Innenbereich, also hinter den Kassen, kein entsprechendes Magazin. Ist auch nicht nötig, denn wer sie unbedingt haben will, kann es bei dem Kiosk, der draußen ist, ja auch kaufen. Und jetzt schauen wir uns die Rechtslage dazu an, denn es gibt verschiedene Gründe, warum man auf die Idee kommen könnte, man müsste dieses Magazin verkaufen. Die eine könnte sein, dass der Vertrag mit dem Großhändler, dem Grossisten, es vorschreibt. Das schauen wir uns an. Und die andere ist, dass der Verleger einen Anspruch darauf hat, dass dieses Magazin verkauft wird. Und dann gibt es einen dritten Grund, und das ist der, der mich tatsächlich am meisten beeindruckt bzw. bedrückt, ist, dass man sich schlichtweg dem Druck von Gewalttätern und Bedrohenden beugt, weil Mitarbeiter unter Polizeischutz gestellt wurden, nachdem Kaufland den Versuch unternommen hatte, durch interne Anweisungen die Auslegung des Magazins zu unterbinden. Jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an. Inwiefern kann ein Grossist denn vorschreiben, dass dieses Magazin drin ist? Es gibt ja tatsächlich also Spielregeln mit dem Verlag, wann welche Magazine dort ausgeliefert werden. Und eine solche Regelung, die einem Verkäufer, einem Händler wie Kaufland vorschreiben, dass man bestimmte Sachen verkaufen muss, ist zunächst einmal ein Verstoß gegen das Kartellrecht, GWB. Es gibt aber eine Ausnahme im 30 Absatz 3a GWB, der eine solche Beschränkung, also eine solche Kartellklausel erlaubt, ausnahmsweise für den diskriminierungsfreien, flächendeckenden Vertrieb von Zeitschriften. Also da ist tatsächlich etwas dran, aber nicht für Kaufland. Es ist so, dass es ein Interesse gibt, dass der Gesetzgeber gesagt hat, es muss ein breites Sortiment bereitgestellt werden in der Fläche, das heißt aber nicht flächendeckend überall, sondern dass man in einer Stadt wie Würzburg beispielsweise irgendwo die Möglichkeit haben muss, auch abwegige oder Nischenmagazine zu kaufen, und ein solches Angebot wird typischerweise durch den Bahnhof Buchhandel wahrgenommen, die also ein größeres Sortiment führen müssen. Und tatsächlich in Würzburg gibt es einen großen Zeitschriftenbuchladen, der also ein sehr, sehr großes Sortiment bereithält. Weil es für Kaufland daher also nicht erforderlich ist, an diesem flächendeckenden, diskriminierungsfreien Vertrieb mitzuwirken, ist meines Erachtens es nicht erforderlich, Kaufland in dieser Weise zu binden. Selbst wenn es eine solche Klausel gäbe, ist sie nach meiner Auffassung kartellrechtswidrig und der Grossist dürfte sich darauf nicht berufen. Das scheint aber auch nicht das eigentliche Problem zu sein. Es ist also nicht so, dass der Grossist jetzt gesagt hat, lieber Kaufland, wenn du nicht immer so und so viel Stück von Kompakt abnimmst oder den anderen Magazinen, um die es hier geht, werde ich gegen dich vorgehen, sondern das scheint vielleicht sogar etwas sein, wo man sich einigen könnte. Das größere Problem scheint zu sein, dass immer dann, wenn Kaufland den Verkauf dieses Magazines behindert, es Maßnahmen gibt von Anhängern. Und da haben wir das typische Dog-Whistle-Prinzip, das heißt, es wird Empörung erzeugt durch jemanden, der zu aufruft, der es bekannt macht, und dann kommen die Morddrohungen, die Doxing-Versuche, dann werden die privaten Adressen von Verkäufern mitgeteilt, und das führte dann bei einer Mitarbeiter bei Kaufland dazu, dass sie unter Polizeischutz gestellt werden muss. Da kann man jetzt tatsächlich auch sagen, da ist eine gewisse Sorgfalt, Rücksichtnahme für Mitarbeiter angebracht, um das Problem zu lösen. Aber die Lösung dazu muss jetzt nicht unbedingt sein, das Magazin um jeden Preis weiter zu verkaufen, sondern kann auch darin bestehen, die Sache juristisch ein für alle Mal zu klären. Kommen wir also zu der Frage Nummer 2. Gibt es einen Anspruch eines Verlegers zu verlangen, dass jedes Magazin oder ein bestimmtes Magazin verkauft wird? Denn ein Verleger könnte sich zum Beispiel berufen auf Artikel 5 Grundgesetz. Also auf die Freiheit von Presse und Meinung.
Und da muss man an der Stelle natürlich sagen, so, das ist jetzt ein Grundrecht, was zunächst einmal gegenüber dem Staat gilt und nicht für den Einzelnen. Jetzt kommt aber der Einwand, es gibt aber die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Darüber haben wir schon öfter gesprochen, dass es also passieren kann, dass ein Vertrag in seinen Generalklauseln ausgelegt werden muss nach den Bedeutungen des Grundgesetzes. Und so könnte man jetzt eine Argumentation konstruieren, die da lautet, in einem Vertriebsvertrag bist du verpflichtet, auch auf mich Rücksicht zu nehmen und die Pressefreiheit zu gewährleisten. Da gibt es Rechtsprechung dazu und da werden typischerweise unterschiedliche Positionen vertreten. Meine Ansicht ist, dass diese Verpflichtung in dieser Weise nur für diejenigen gilt, die neutralitätsverpflichtet sind, nämlich staatliche Stellen. Also wäre das hier eine staatliche Buchhandlung, dann könnte sie tatsächlich nur in Grenzen Diskriminierung nach politischer Gesinnung vornehmen. Bei einem privaten Unternehmen sind die Grenzen dafür sehr eng. Also bei einem privaten Unternehmen ist man an sich frei zu kontrahieren, mit wem man will. Aber jetzt ist es ja sogar so, der Verlag kontrahiert nicht einmal mit Kaufland, sondern der Grossist. Und eine deliktische Wirkung daraus herzustellen, könnte durchaus schwieriger sein. Aber was vielleicht passiert ist, dass man in einem solchen Rechtsstreit so viel Aufwand betreibt, so viel Schadensersatz, Vertragsstrafe androht, dass man aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen sagt, man nimmt das lieber in Kauf. Und das könnte vielleicht bisher die Unternehmenslinie gewesen sein, obwohl mir der Unternehmenssprecher mitteilte, dass er von seiner Geschäftsleitung eigentlich das Go hat, um dafür zu sorgen, dass rechtsextreme Inhalte entfernt werden. Das klang durchaus plausibel, so wie sich das anhörte, aber da muss man dann Taten sehen, ob man das tatsächlich durchsetzt, denn meines Erachtens hat man zivilrechtlich gute Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer Feststellungsklage festzustellen, dass es Kaufland sehr wohl freigestellt ist, zu entscheiden, was sie verkaufen wollen und was nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund!